Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte auch mich an den Dank noch anschließen, an den Herrn Dr. Rosner, dass wir erstmalig die Möglichkeit haben, diesen Gedanken der Topothek in diesem Rahmen einmal vorstellen zu können. Ich brauche jetzt, glaube ich, eine Hilfe. Ich habe da noch ein Zeichen, das ich nicht wegbekomme. Wie komme ich denn auf den Desktop? Pardon, es gibt zu viele Normen. Man braucht halt eine Norm für die Normen. Also unser Thema hier ist mal zur Einstimmung die Topothek. Ich habe dankenswerterweise von Herrn Dr. Rosner auch diese Themenstellung mit eine Chance für die Gemeinden bekommen. So sehe ich es eigentlich auch wirklich. Zum Anfang mal, wo bewegt sich die Topothek im Schnittpunkt, in der Schnittstelle zu der Archivwelt? Im Grunde geht es bei den Topotheken um das Material und Wissen in Form von Digitalisaten. Also wir haben nicht vor, irgendetwas jetzt als Realien zu sammeln. Das, was die bisherigen Topotheken zeigen, ist, dass es einmal in zu einem großen Prozentsatz um die Fotografien geht, um die Filme geht, natürlich um Karten und Pläne geht, um Objekte geht, Texte, Dokumente in dem Sinn eben, was man im engeren Sinn als Dokumente sieht, um Audiodateien und um vieles mehr, was man vielleicht gar nicht in gewisse Bezeichnungskategorien bringen kann. Und vieles von all diesem Material befindet sich ja Gott sei Dank in Obhut, ganz allgemein gesprochen, in Museen, in Archiven und in sonstigen zugänglichen Sammlungen. Wie schaut es aber dann mit dem Material aus, das sich im Privatbesitz befindet? Das Thema Sicherheit ist natürlich bei all dem, was sich in Obhut befindet, gegeben. Beim Privatmaterial herrscht hier ein relativ großes Manko. Einerseits in der physischen Sicherung, wir haben immer wieder die Themen, Sie werden es kennen, mit dem Material, das verschwindet, das wirklich in den Mist wandert. Erst vor kurzem wieder Schuhkartons mit den Fotos, also das ist wie Scheunenfund bei Oldtimer-Autos und man glaubt, das gibt es nicht mehr, es gibt es wirklich. Schuhkartons, die in den Mist wandern und im letzten Moment vom Nachbarn noch gerettet werden, sonst hätte ich es wegschmeißen. Also die physische Unsicherheit haben wir und ich glaube, der Herr Dr. Berg wird uns davon auch noch was berichten heute, die rechtliche Unsicherheit, die vor allem mit der drohenden Verweisung uns ins Haus stehen könnte mit den notwendigen Lizenzzahlungen dafür. Und die Verfügbarkeit ist natürlich auch ein Thema. So sehr alle institutionalisierten Aufbewahrungsorte dafür sorgen, dass das Material in die Sichtbarkeit rückt, so haben wir natürlich beim privaten Material diese Eigenschaft nicht. Und diese Inventarisierung und Zugänglichmachung über Archivinformationssysteme, museale Informationssysteme ist durch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich mal gegeben. Und auf der anderen Seite für das private Material wäre es auch notwendig, und das ist jetzt diese Anforderung, die eigentlich die Topothek erfüllen kann, dass wir hier zur Sicherung und Erschließung, vor allem nämlich auch mal zur Erschließung dieses in die Sichtbarkeit bringen des Privaten, einen großen Arbeitsaufwand haben. Und dazu braucht es ein Werkzeug, das auch von Laien bedienbar ist. Aber nicht allein von Laien, natürlich ist es wünschenswert, wenn auch Wissenschaft mitarbeitet, aber die Laienschaft birgt ein riesiges Potenzial, um dieses Material aufarbeiten zu können. Dazu eben die Topothek als Ansatz, der jetzt mal in Niederösterreich recht schön ins Laufen gekommen ist. Topothek mal definiert, was ist das? Es ist kein Programm, es ist ein Webservice. Das heißt, es läuft auf einem zentralen Server, der in diesem Fall in Wien steht. Die Topothek selber als Gedanke von mir und als Umsetzung von den Leuten meiner Firma, das kommt aus Wiener Neustadt. Also ist nicht ein Importprodukt, das hier jetzt weiter vertrieben wird. Und Webservice heißt jetzt
im weiteren Sinn wieder, es ist ein Online-Archiv, wir haben ja nur mit den Digitalisaten zu tun und das in lokalen Einheiten. Und das ist auch ein Prinzip dieses Topothek-Gedankens, dass nur die Personen, die die örtliche Geschichte kennen, die die Fragestellungen einer Gemeinde kennen, die wissen, wo liegt noch was im Verborgenen, dieses Material aktivieren können und auch entsprechend erschließen können. Und dann gibt es noch das Moment der Kollaboration, der Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit. In verschiedenen Stufen haben wir es eingebaut, wo die Rückmeldungen aus der Bevölkerung kommen. Einerseits auf konkret gestellte Fragen, die in der Topothek sichtbar sind, oder auch ganz generell aufgrund der Aufrufe der Gemeinde über die Webseite selber. Leute, wenn ihr was habt, gebt uns bitte zumindest die Sichtbarkeit davon. Also daher der Fachterminus, der glaube ich recht gut zutrifft, dass wir sagen können, die Topothek ist ein kollaboratives Online-Archiv in lokalen Einheiten. Wie sieht diese Webseite aus? Im Grunde nicht aufregend. Zielsetzung ist, dass sie immer einfach bleibt. Es wird jetzt bald eine neue geben, die zeige ich dann noch kurz her. Die Einfachheit ist das Wesentliche dran. Und diese Überblickseite, in der ich meine Suchbegriffe abfragen kann, kann ich dann noch fortsetzen in die Galerieansicht. Das ist das, was die Besucher sehen. Im Detail schildere ich es kurz anschließend noch. Und auf der anderen Hälfte der Medaille oder auf der anderen Seite gibt es die Bearbeiterseite. Für die Topothekarinnen und Topothekare, also die Leute, die die Energie hineinstecken, die Metadaten zu erfassen und dazuzugeben. Grundsätzlich wird in einer Topothek mit drei Parametern gearbeitet, von denen ich gemeint habe, dass sie wesentlich sind für die Wiederauffindbarkeit von Artefakten. Das ist zum einen natürlich der Suchbegriff, das ist zum zweiten die Datierung und zum dritten eben auch das wesentlich, die Verortung. Das heißt, wo befindet sich ein Eintrag, beziehungsweise worauf bezieht er sich und wenn es optische Artefakte sind, dann auch noch Richtung dazu, sofern das noch bekannt ist. Einfaches Beispiel, was die Topothek dem Besucher bietet. Ich kann in einer Ortschaft eine Hausnummer suchen, kriege in dem Fall 31 Treffer zu dieser Adresse, wo man sich vielleicht fragt, warum ist da ein Treffer dabei, da sehe ich das Ding ja gar nicht, das ich gesucht habe. Und da habe ich ein Beispiel ausgewählt, wo man vielleicht gar nicht denken würde, dass ich diesen Treffer zu einer Grundstücksnummer bekomme, weil eben nur ein kleines Detail drauf ist. Und diese kleinen Details mit zu verschlagworten, tun niemandem weh, der es einarbeitet. Und auf einmal wird man eine riesige Fülle an Treffern, wo vielleicht auch nur Details der eigentlichen Sache drauf sind. Normalerweise hätte man bei diesem Bild das Haus im Hintergrund wahrscheinlich hauptverschlagwortet und die Mauer im Vordergrund eher nicht. Aber je enger die Bereiche des Beschäftigten sind, desto kleiner werden auch die Details, die der Mensch wieder suchen möchte. Und da spielt dann wirklich der Gartenzaun, die Mauer, der Obstbaum im Garten, im Lokalhistorischen die Rolle. Die Personensuche ist etwas, das sehr gerne und intensiv betrieben wird. Man möchte Vorfahren, man möchte Nachbarn und so weiter finden. Dazu eben auch der Vorteil durch die Verschlagwortung im Bild. Und diese Chance für versteckte Dinge ist hier nochmal gezeigt durch diese Alltagssituationen, die oft gar nicht erfasst werden. Kartoffelernte wird vielleicht noch verschlagwortet, aber dann eine Kulturerscheinung ersten Ranges, nach meinem Dafürhalten, die viel zu kurz kommt in einer Verschlagwortung, weil sie nie im Vordergrund einer Abbildung steht. Das ist zum Beispiel das Stoffmuster. Stoffmuster haben sich verändert, sind unglaublich prägend für Epochen. Wenn auf so einem Bild Stoffmuster verschlagwortet ist, kann es noch öfter passieren. Da ist es relativ groß. Aber wenn man dann so ein Foto sieht, dann kommt da auch ein Stoffmuster vor und wir können uns aber herausholen und können uns alle diese Stoffmusterbilder mal zusammenholen. Ein Foto, bei dem wahrscheinlich das verschlagwortet werden würde im Normalfall, was das Uninteressanteste ist, nämlich dieses Auto. Diese Autos sind alle hunderttausendfältig dokumentiert, deswegen braucht man das Foto nicht. Aber eine Straßenansicht,
die datiert ist und der vollkommene Alltagssituation zeigt, das ist an und für sich schon wieder eine Sensation. Wie war der Bauzustand dieser Häuser damals? War da noch das Rabattel mit den Nutztrümmern drinnen und alle diese Details, die man ja, wenn man sie selber erlebt hat, unglaublich bedeutsam werden. So, das kann alles in den Vordergrund geholt werden. Für die Darstellung haben wir die Möglichkeit überblendbarer Karten. Also dafür dieses Beispiel ein Danke an den Robert Reiter von seiner Staatsanwaltschaft, der das hier schon angewendet hat. Wir haben immer Ort und Blickwinkel als Möglichkeit einzutragen. Wir können im Bild drinnen beschlagworten, dass man sich also das von links nach rechts erspart auf den Bildern und die Antwortmöglichkeit. Und diese Antwortmöglichkeit ist nur eine dieser Varianten, wie wir die Öffentlichkeit mit einbinden können in diese Erfassung des kulturellen Erbes, wenn man es jetzt mal ganz groß sagt. Das eine, wie gesagt, die Antwortmöglichkeit in den Bildern drinnen ist, wenn Topothekarin oder Topothekar eine Frage stellt, durch ein Fragezeichen gekennzeichnet. Dort ist auch der Text zu sehen, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Ich komme auf ein Formular, kann direkt zurückschreiben. Hier kann die Öffentlichkeit, auch wie bei den anderen Möglichkeiten der Teilnahme, nie selbst wieder veröffentlichen. Also wir haben das System so eingerichtet, dass immer die Redakteure, die Topothekarinnen und Topothekare diese Antworten noch begutachten müssen und erst dann wird der Inhalt freigeschaltet. Die zweite Möglichkeit der Teilnahme ist natürlich das zur Verfügung stellen des Materials. Das kann auf persönlichen Weg passieren, dass man eben die konkrete Ansprechperson in der Gemeinde kennt, sich mit der in Verbindung setzt oder aber auch dieser Person über die E-Mail die Digitalisate schickt. Veröffentlichung ist natürlich ein Rechtsakt, dazu braucht es einen entsprechenden Papierkram, auch den haben wir vorbereitet, dass eben diese Kette der Urheberrechte, der Veröffentlichungsrechte im Rahmen der Topothek klargestellt ist, dass hier vor Ansprüchen Dritter der Betreiber einer Topothek freigehalten wird und diese Kette der Rechte eine wirklich nachvollziehbare ist. Der weitere Schritt, den wir jetzt in einigen beginnenden Topotheken auch bieten, ist, dass die Öffentlichkeit, das klingt so unpersönlich, pardon, also dass die Personen, die nicht zum Redaktionsteam gehören, selbst auch vorarbeiten können. Das heißt, mit Anmeldung und Registrierung und auch mit dem entsprechenden Rechtstext wird man durch das Handbuch geschleust, um einmal die einfachen Prinzipien kennenzulernen und kann dann vorarbeiten, aber auch hier erfolgt die Freischaltung der Einträge wieder durch die Topothekarinnen und Topothekare. Vierte Möglichkeit ist natürlich, selbst zum Redaktionsteam zu stoßen und da eine ganz schnelle Schilderung dessen, dass es nicht schwierig ist, eine Topothek zu befüllen. Das soll ja das Wesen sein. Wir haben Digitalisate zu bearbeiten, wir haben keine komplexen Inventarisierungsparameter einzutragen. Das heißt, ich kann nur das beschreiben, was digital in dem Moment da ist. Deswegen eine einfache Liste, eine Zeile pro Eintrag. Weil die Zeit knapp ist, möchte ich es jetzt nicht beschreiben. Wenn es interessiert, bitte gerne dann in der Pause oder nachher das bei mir anzuschauen draußen. Nur schnell eben, wie sieht es noch aus mit der Bildverschlagwortung, wenn ich ein Bild verschlagworten möchte, Kasten aufziehen über das Objekt, anfangen zu schreiben, Vorschläge kommen, fertig schreiben oder Vorschlag auswählen und speichern, sagen, die Sache hat sich und auch vor der Verortung braucht man keine Angst zu haben. Man öffnet mit einem Klick die Karte, setzt einen Punkt, setzt einen zweiten Punkt, einen dritten, hat einen Blickwinkel, zart hier nur rosa drüber gelegt und auf einmal weiß man, wo steht die Person und wo hat sie hingeschaut. In dem Fall ist die Person etwa dort gestanden, wo seit den 50er Jahren ein Haus steht. Und das wird natürlich dann auch wieder spannend für die Hausbewohner. Die Pflichtverzeichnungsfelder sind gegeben. Das heißt, trotz der Einfachheit des Arbeitens, auch für Laien, ist trotzdem diese Formentsprechung hier. Und ein wichtiges Element, damit eine Topothek funktioniert, ist diese Vertrauensbildung. Immer wieder zu sagen, in der Gemeinde machen wir Gemeindebürger die Topothek für uns. Das kann jetzt
eine Gemeinde sein, in einer Stadt wird es immer ein Grätzl sein, da ist sogar der Bezirk zu groß, oder vielleicht geht es doch mal in die Richtung Region, wie wir es jetzt im Schneebergland umsetzen, wo eine ganze Region dazukommt, die sich aber trotzdem wieder auf Einzelgemeinden herunterbricht. Aber über diese topografische Begrenzung hinaus kann die Entscheidung für eine Topothek auch eine thematische sein. Dass man sagt, die Eisenbahnstrecke, die Semmering-Bundesstraße oder was auch immer. Also irgendein Thema, das Identität schafft und für das es auch wichtig ist, eine Verortung auf der Karte darzustellen. Und dieses für uns braucht natürlich Partner, wer gehört da noch dazu? Und da ist das Bestreben, dass es immer öffentliche oder der Öffentlichkeit nahestehende Stellen und Institutionen sind, die dieses Vertrauen auch geben können. Es darf nicht sein, dass man denkt, hier wird die Freiwilligkeit der Menschen, die Material und Wissen liefern, missbraucht, um Rechte abzusaugen, um Publikationen illegal zu machen. Das ist in keinster Weise Sinn der Topothek, keine Verlagstätigkeit hier. Es geht darum, dass das Wissen, das zur Verfügung gestellt wird, durch die zur Verfügungsteller, genauso wie die Freiwilligen der Leute, die die Metadaten erstellen, auch wieder frei zur Verfügung steht. Daher ist auch ein restriktiver Umgang mit den Rechten eingebaut. In der neuen Topothek wird es dann auch sichtbar werden, in Kürze Creative Commons bauen wir standardmäßig mit der striktesten Form ein, damit hier eine Absicherung für dieses Vertrauensverhältnis auch gegeben ist. Zur praktischen Umsetzung, was hat sich gezeigt, wie man es gut umsetzen kann? Als erstes, wenn der Wille mal da ist, braucht man die Akteure. Also die Personen, die sagen, das halte ich jetzt auf ein Jahr durch, mich mit dem Material auseinanderzusetzen und darin zu arbeiten. Das ist oft dann etwas schwierig, wenn zum Beispiel der Bürgermeister sagt, das wollen wir im Ort tun, aber dann nicht gleich die Leute gefunden werden, wer macht's. Oder es sind zu viele und die wollen sich nicht zusammenstreiten. Also das ist ein Prozess, der mal notwendig ist, dass hier auch der Konsens herrscht, wer tut's. Der zweite Schritt, bevor man Topothek freischaltet einer Gemeinde, ist einmal ein Basisinhalt. Da kann natürlich ein Gemeindearchiv helfen mit einem Grundstock an Material, ist aber keinesfalls Zielsetzung, dass es um die Sichtbarstellung eines Archivmaterials geht, sondern die Topothek soll anregen, dass dann Neues dazukommt, aber für den ersten Nukleus kann es helfen, damit die Leute mal wissen, worum geht es denn da drin überhaupt. Dann ist der Schritt des Öffentlichstellens. Öffentlichstellen sollte an und für sich immer mit einem kleinen Paukenschlag in der Gemeinde passieren, im Sinne von Bewusstseinsbildung, aha, da passiert das für unsere Geschichte, da steht der Bürgermeister da, da sind vielleicht ein paar Gemeinderäte dabei, also dann kriegt es diesen offiziellen Charakter und dann kann man mit der Öffentlichkeit auch arbeiten. Öffentlichkeit heißt hier, dass Unterstützung zumindest durch die Gemeindezeitung gegeben ist, ein bisschen darauf hinweisen, es gibt was Neues in der Topothek, vielleicht mit regionalen Medien, wie das auch schon gespielt wird, altes Bild, neues Bild, um hier Anregungen zu schaffen. Und dann kann man auch weiter drauf Projekte aufbauen, im Sinne der Bürgerbeteiligung, im Sinne von Generationsprojekten, Schulprojekten, wenn man die zusammenspannt, oder Seniorenprojekte, da gibt es schon sehr schöne Erfahrungen, wo man wirklich sieht, dass das Thema greift und auch Seele füllen kann. Mit Kosten ist es auch verbunden, das möchte ich auch hier dezidiert sagen, weil sonst glaubt man oft, oh je, kostet nichts und dann kostet doch was und dann ist man böse. Dazu vielleicht noch die Begründung auch, wo kommt es her? Im Grunde habe ich auf einer falschen Seite begonnen. Ich hätte als Universitätsinstitut oder sonstige Körperschaft beginnen müssen. Dann hätte man natürlich eine Grundfinanzierung für das Ganze. So hat es begonnen als Privatprojekt, ohne geschäftliches Weiterdenken, also nicht im Sinne von, ich mache etwas, das marktgängig werden muss. Und so laufen natürlich Entwicklungskosten an, Betreuungskosten und so weiter. Entwicklungskosten sind natürlich nicht umlegbar, aber nur die Kosten, die jetzt der Aufwand für eine einzelne Topothek sind, die werden hier in einer gewissen Weise namhaft gemacht. Und die Kosten setzen sich als zwei Teilen zusammen.
in Niederösterreich deswegen, weil wir hier auch in guter Verbindung mit der Dortmund Stadterneuerung einen Konsens dieser Kostenstruktur haben. Es gibt die einmaligen Kosten von 485 Euro, das ist das Einrichten, das Einschulen, das mehrfache Hinfahren, bis eben der ganze Apparat in einer Gemeinde läuft, und jährliche Kosten von 570 Euro. Und in Absprache mit der niederösterreichischen Dorf- und Stadterneuerung gibt es auch die Fördermöglichkeit, wenn eine Gemeinde in der aktiven Phase ist, bis zu welcher Höhe, das ist dann bitte immer mit der jeweiligen Gebietsbetreuung abzusprechen. Der Status der Topotheken ist derzeit mal mit 17 Topotheken online, wo man schon reinschauen kann. Weitere 20 sind derzeit rund 20, eigentlich schon wieder mehr, in Vorbereitung. Die Schritte, die wir als nächstes planen, das ist jetzt eine kleine Premiere hier. Die Topothek wird ein neues Gesicht bekommen, weil wir eben eine neue Funktion einbauen. Sie wird wieder zeitgemäßer werden, nicht mehr mit diesen Rahmen und Scrollbalken drinnen. Nämlich vor allem aus dem Grund, weil die Regionsanfrage ja jetzt da ist. Es wird in manchen Gegenden schon dichter. Und damit hat die Topothek für mich auch die Zielsetzung erreicht, die ich immer haben wollte. Nämlich die lokalhistorische Suchmöglichkeit über die einzelnen Bestände hinaus. Das heißt, wenn ich was suche, muss ich das Thema Weinernte 1950 bis 1955 nicht mehr in 5 verschiedenen Topotheken suchen, sondern kann mir aussuchen, in welchen will ich suchen, oder generell auf der Landkarte, in welcher Region interessiert mich überregional dieser Suchbegriff. Das heißt, nicht mehr in den einzelnen Topotheken allein ist suchbar, natürlich weiterhin, aber dann auch in verschiedenen Topotheken. Als nächstes ist die Ordnerstruktur geplant, die Sauberungseinbindung geplant, eben um in die Überbegriffe besser hineinzukommen, weil wir müssen wieder kleinhaft bleiben. Ich kann von den Leuten, die alle ihre Freizeit eigentlich da hineinstecken, niemals verlangen, dass wir Bereich, Unterbereich, Obergruppe, Untergruppe oder was immer Thesaurus verlangt einarbeiten. Das muss selbstlernend nach oben sein. Wir müssen uns auf der Sachbegriffebene bewegen und der Rest muss automatisch gehen. Und natürlich die Apps dann sozusagen als Maßschau drauf, die für mich aber essentiell für das Thema Topothek noch nicht so wesentlich sind. Zum Abschluss noch vom Nutzen für den Besucher, weil auch da manchmal ein bisschen Erklärung notwendig ist. Die Topothek sieht sich als Ergänzung zu all den Dingen, die ohne dies gemacht werden, aber im wissenschaftlichen Sinn gemacht werden. Die Topothek sieht sich als Möglichkeit, dass Laien zuarbeiten können, sozusagen vorwissenschaftlich als Basissicherung. Weil wenn ich allein jetzt die Dorfchronik nehme, hat die immer einen beschränkten Aufnahmebereich natürlich für Bildmaterial und sonstige. Wo kommt der Rest hin? Wo kommt der Rest überhaupt einsehbar wieder zum Vorschein, und das aber auch permanent rund um die Uhr, und da kommt es rein. Und daher auch die Definition für mich: eine Topothek ist grundsätzlich kein wissenschaftliches Werk. Es ist ganz einfach nur eine Sichtbarmachung und Sicherung eines Grundmaterials. Eine Hauptfunktion der Topothek ist damit dann natürlich die Verknüpfungsmöglichkeit, dass ich eben durch die Suchbegriffe das Dislozierte wieder zusammenholen kann. Und nicht nur das, was eingegeben ist und komplett verknüpfbar ist, sondern es geht auch über diese Topotheken hinaus. Und da ein sehr plakatives Beispiel, das wirklich so passiert ist, beim Digitalisieren dieser Ansichtskarte, die sich auf mein Gebiet Prater eben bezieht, das deswegen daher kommt, weil ich auch von dort bin. Ich schaue mir die Verso-Seite an, sehe ärmlich geschrieben mit Bleistift im Jahr 1932, dass hier ein gewisser Franz Simon an seine Eltern schreibt, dass er sich über das Festpaket freut, dass er den Fasching wieder schön erleben kann, und kann feststellen, dieser Mensch war nicht nur ein unglaublich perfekter Zeichner, sondern der Gründer des Heimatmuseums in Oberschützen. Und durch dieses Digitalisieren kommt man eben auf Zusammenhänge drauf, die ganz einfach weiterzugeben sind und auch diese Netzwerkgedanken schon inspirieren. Oder, zweites schnelles Beispiel, ein Wirtshaus mit Leuten davor.
Und jetzt wissen wir alle auf einmal, von wem die Händen sind, die diese Oberarm haben. Weil auf der Rückseite steht da, also schreibt die Wirtin an die Schneiderin. Und das ist jetzt weniger wichtig für die Händen, als für einen vielleicht mal möglichen Topotekar in der Brigittenau, weil dort war die Adresse von der Schneiderin, wo die Hemden bestellt worden sind. Also durch die Digitalisierung werden diese Verknüpfungen dann wieder sehr schön darstellbar. Und eine ganz wichtige Eigenschaft ist für mich generell für das Thema der Lokalgeschichte dieses Tieferlegen der Zutrittsschwelle. Nämlich das Bewusstsein zu schaffen, ich kann leicht reinschauen in Dinge der Vergangenheit, das ist jetzt nicht gegeben. Und das ist vor allem diese Wirtshausfrage. Die Leute sitzen zusammen beim Wirten und fragen, wie hat denn das Haus vor 30 Jahren da drüben, wie es ausgeschaut. Der Wirt wegen dieser Frage, wenn sie nicht einheitlich beantwortbar ist, nach einer Minute alles vergessen sein und keiner wird am nächsten Tag ins Gemeindearchiv gehen und schauen, ob dort vielleicht ein Bild vom Wirtshaus ist. Das ist weg. So kann einer das Handy nehmen, schaut, das haben wir gleich, wenn er weiß, es gibt eine örtliche Topothek und es kann beantwortet werden. Und dieses Tieferlegen dieser Zugwitzschwelle ist für die heutige Zeit ganz einfach wichtig, um eben auch an jüngere Generationen heranzukommen. Als Chancen sehe ich eben, dass man vor allem diesen kollaborativen Ansatz nutzt, ohne jetzt fachliche Angst haben zu müssen, dass hier allzu viel Blödsinn passiert. Die Leute, die ich alle kenne, die sind mit vollem Einsatz dahinter, die wollen es alle richtig und gut machen, da passiert nichts Schlechtes. Noch dazu, weil man die Strukturen vorgegeben hat. Und diese Freude, die in dieser Arbeit steckt, diese Freude des Veröffentlichens, Herzeigens, Weitergebens von Wissen, ist eigentlich diese Triebfeder, von der auch die Nachhaltigkeit einer Topothek kommt. Die Leute vor Ort wissen, wer hat was. Wenn man vor Ort ist, kann man damit für die Geschichte sein Umfeld sensibilisieren, wie die Beispiele ja schon sehr schön zeigen. Und vor allem der Netzwerkaufbau unter Gleichgesinnten ist dann auch die Garantie dafür, dass wir eine gewisse Qualitätssicherung der Inhalte mal bekommen. Und Zielsetzung ist, wie gesagt, diese Grundsicherung des historischen Materials. Regionalhistorisches Nachschlagwerk ist das, was herauskommen wird oder was in vielen Gemeinden schon herausgekommen ist, aber dazu auch noch das Netzwerk. Topotheken gibt es generell jetzt mal zu sehen unter topothek.at ohne www, das heißt, oder, also da haben Sie auch das Verzeichnis der Topotheken, die schon online sind, oder jeweils gemeinde.topothek.at. Und zum Abschluss mein Dank, aber wer jetzt noch nicht an Sie als Zuhörerschaft, sondern zuerst einmal bitte auch an die Institutionen, die eine große Hilfe auf dem Weg bis jetzt waren, also in chronologischer Reihenfolge, die Dorf- und Stadterneuerung, die sehr großen Mut gemacht hat mit der ersten Gemeinde, also Gemeinde Breitenstein am Semmering, mit einem ersten Preis beim Projektwettbewerb vor 2 Jahren. Dann die Kooperation mit dem Landesarchiv, auch schon durch die Schnittstelle der Topothekdaten mit dem Archivnet. Ein ganz großer Schritt, was dann auch hin zu Icarus und da sozusagen eine geistige Heimat zu finden und Bestärkung. Und das ist unglaublich wichtig, wenn man so eine kleine Gruppe ist. Und dann auch weiter zum Bildungs- und Heimatwerk, wo wir auch schon die Schulungsmöglichkeiten und das Weitertragen nutzen können. Ein weiteres Danke muss ich noch den Pionieren sagen, den Gemeinden, die bereit sind, auch schon einen kleinen Obolus bereitzustellen, sowie die Vereine, die hier mitarbeiten. Und der größte Dank natürlich an die Leute, die sich trauen, die Sache umzusetzen, in die Hand zu nehmen, an die Topothekarinnen und Topothekare. Es sind viele heute da, das freut mich besonders, dass man da so in der Gruppe spricht und das eben ein großer Dank an alle, die sich getraut haben, mitzumachen. Und zum Schluss dann danke auch an alle anderen für ihre Aufmerksamkeit.